Schönen guten Abend. Wir haben in der letzten Theoriestunde über Protokollstapel gesprochen, und zwar über OSI7 und TCP/IP-Egal, und haben gesagt, ja, OSI7, das ist zwar sehr schön, weil füllt die Lehrbücher, erklärt sehr gut die Aufgaben, die das Netzwerk zur Verfügung stellt und was zu erfüllen ist, gell? Aber in Wirklichkeit ist es ja diese konkrete Implementierung in diese TCP/IP-Protokollstapel dann, und das dann eben zu Internet geführt hat, das hat eben den Siegeszug gebracht für die Netze, gell, und hat über alle anderen Protokollstapel eigentlich gewonnen, gell. Also heute gibt es TCP/IP, gell, und TCP/IP und noch mehr TCP/IP, gell. Ja, und da wollen wir anschließen und wollen in einem solchen Protokollstapel, gell, also hier nennen sie es einfach Internetprotokollfamilie, gell, bestehend aus allen Protokollen in diesem TCP/IP-Protokollstapel, sagen, das sind ca. 500, gell? Und diese 500 Protokolle, die sind jeweils den Schichten zugeordnet, gell? Und hier zählen sie einfach auf, und wir sehen, gell? Also wir haben alles, was laut OSI Schicht 5, 6, 7 ist, das ist der Application Layer, gell? Transport Layer bleibt Transport Layer, gell? Also Internet Schicht, sagen Sie da zu Deutsch, gell, oder eben Network Layer, gell, Schicht 3, und alles, was darunter ist, gell, Data Link und eben auch Physical Layer, das ist dann Netzzugang, gell. Okay. Ja, wir wollen da heute noch grundsätzlich etwas anschauen, nicht die 500 Protokolle, aber ein paar grundsätzliche Eigenschaften, in welcher Beziehung diese Protokolle bzw. die Ebenen oder Schichten zueinander stehen, was die Aufgaben sind, wer was macht, was die Rollen sind, gell? Und ja, das dient dann dazu, ein bisschen besser zu verstehen, was diese ganzen Sachen dann sollen, gell? Also Beziehungen zwischen den Schichten im Protokollstapel. Und zwar haben wir hier zuerst mal eine Eigenschaft, gell? Also eine Ebene in einem Schichtenmodell oder in einem Protokollstapel, gell, stellt ihre Dienste der darüber liegenden Ebene zur Verfügung. Gell. Ja, das ist so wie im wirklichen Leben. Gell. Also, gell, also wer dort arbeitet irgendwo, gell, der arbeitet für einen Chef. Gell. Und beim Protokollstapel ist es genauso. Gell. Also die darüber sind, gell, gell, die schaffen dann über die, die drunter sind. Und die drunter sind, die stellen ihre Dienste den darüber liegenden Ebenen zur Verfügung, beziehungsweise den Protokollen, die dort drinnen sind. Also, die, ja, wenn wir da mal schauen, ja, die Network-Schicht, gell, das sind die Navigatoren, gell, die Pakete durch die Gegend bringen, gell. Für wen arbeiten die? Ah ja, für den, der ober ist, gell. Aha, der Transporteur. Im Transport Layer, der sagt Ihnen, da ist ein Paket, lauf, gell, da ist noch ein Paket, lauf, lauf, schnell, lauf, gell, okay. Also eine Schicht stellt ihren Dienst der darüber liegenden Schicht zur Verfügung. Okay. Ja, dann weiters. Eine Ebene in einem Schichtenmodell nimmt den Dienst der darunter liegenden Ebene in Anspruch. Aha, das ist jetzt die umgekehrte Sichtweise, gell? Das heißt also, wenn der Transportlayer da ist, gell, und die Pakete gemacht hat, was macht er? Er schickt die drunter weg, gell? Okay? Also einfach die andere Sichtweise. Die drunter sind, arbeiten für die Schicht darüber. Und die drüber sind, ja, die nehmen diese Arbeit gerne in Anspruch und sagen, ah, okay, lauf, lauf, gell? Ja, dann weiter. Also Schnittstellen bilden den Übergang zwischen den einzelnen Ebenen oder Schichten. Und da haben wir gesagt, es gibt diese ganz berühmte Schnittstelle, die dem für uns Entwickler zur Verfügung gestellt worden ist. Und zwar die Schnittstelle zwischen dem Anwendungslayer und dem Transportlayer. Gell, da gibt es eine Schnittstelle, gell, die heißen Sockets. Und diese Sockets, gell, die stehen hier dazwischen, zwischen Layer. Ja, Layer 4 laut OSI 7 und eben den Layer
drüber, gell? Also zwischen Transport Layer und Network Layer. Gell? Aber wir sehen hier nicht hinein. Auch hier muss es Schnittstellen geben zwischen Layer 3 und Layer 4. Gell? Die sind im Betriebssystem drinnen dann. Gell? Oder zwischen Netzzugang und dem ja, Network Layer. Gell? Also hier haben wir überall Schnittstellen dazwischen. Gell? Die eine Schnittstelle, die Socket, gell? Die kennt man, mit der muss man vielleicht arbeiten, gell? Wenn man mal irgendwo ein, ja, ein netzwerkfähige Software entwickeln will und dazu nicht fix und fertige Bibliotheken benutzen will oder da kann oder hat, je nachdem welche Hardware man hat. Gell? Nächste Eigenschaft. Innerhalb einer Schicht kommen Protokolle zum Einsatz. Aha, gell? Also innerhalb einer Schicht, horizontal haben wir gesagt, da läuft die Kommunikation und da braucht man Protokolle. Gell? Okay, also innerhalb einer Schicht kommen Protokolle zum Einsatz. Diese ermöglichen die Kommunikation in der Ebene. Gell? Also dort ja, oben ein Anwendungslayer, gell? Dort haben wir ein Protokoll und das spricht nicht mit der Netzwerkkarte. Gell? Das spricht auf der gleichen Ebene mit dem anderen Teilnehmer. Gell? Wenn du da nimmst, gell? Also HTTP zum Beispiel, Hypertext Transfer Protokoll, gell? Regelt also den Verkehr zwischen einem Webserver und einem Browser. Gell? Der Browser spricht nicht unten mit dem Physical Layer, der Browser spricht mit dem Webserver. Gell? Das heißt, das ist eben diese horizontale Ebene, in der die Kommunikation abläuft. Gell? Die Daten, die laufen über die Schichten. Gell? Bis zum Physical Layer und dann horizontal im Physical Layer. Okay. Aber die Protokolle und die Kommunikation, die läuft in der Ebene, also horizontal. Jo, dann weiter. Wenn wir eine Schicht verändern, gell, was passiert dann? Gell, schauen wir mal, also eine Veränderung in der niedrigeren Schicht bewirkt keine Änderung in der darüberliegenden Schicht. Aha. Das heißt, wenn wir also unten drunter was ändern und die Netzwerkfunktionalität bleibt erhalten, gell, dann ändert es nichts für die Ebene darüber. Zum Beispiel, wenn wir ja, uns mal da schauen, gell, also fürs Web, gell, also HTTP, wenn wir das da benutzen, gell, ja, dann können wir darunter hier eine Änderung machen. Gell. Zum Beispiel, wir können da ja, über Ethernet da fahren. Gell. Oder wir könnten auch über ein anderes Netz fahren. Das ist uns auf der Ebene egal. Wir können also in der unterliegenden Ebene Änderungen vornehmen. Gell? Okay? Damit ändert sich vielleicht das Netz, gell? Aber es ändert sich nicht die Ebene darüber. Weil die ist nur daran interessiert, dass die darunter machen, was zu machen ist. Wer es dann macht, wie es gemacht wird, ist einerlei. Gell? Okay. Und umgekehrt, gell? Also eine Veränderung in der höheren Schicht bewirkt keine Änderung in der darunterliegenden Schicht. Gell? Also, so wie auch der darüber, dem es egal ist, was darunter passiert, stimmt das auch umgekehrt. Gell? Also, wenn wir da zum Beispiel schauen, nehmen wir das Ethernet her. Dem Ethernet ist egal, was dort oben läuft. Gell? Wir können über Ethernet HTTP fahren. Gell? Wir können über Ethernet aber auch zum Beispiel SMTP oder POP3 fahren. Gell? Das ist dem Ethernet egal. Gell? Das ist so wie auf der Autobahn, auf der Straße. Gell? Auf der Straße, gell? Da können wir mit einem Fiat fahren. Gell? Aber unsere Straßen, die funktionieren nicht nur für einen Fiat, die funktionieren auch für einen Volkswagen oder für einen Citroën. Gell? Also, es gibt nicht die Straße, die nur für den Fiat da ist und die Straße, die nur für Volkswagen da ist. Gell? Okay, und da ist es halt auch so, weil also wenn wir halt darunter eine Infrastruktur haben, dann funktioniert die darüber mit beliebigen Protokollen. Gell? Also können wir auch über Ethernet TCP fahren, wir können aber auch UDP darüber fahren. Gell? Das ist egal, das sagt es aus. Gell? Okay, also eine Veränderung in einer höheren Schicht, gell? Ich kann oben was ändern, gell? Bewirkt keine Änderung in der darunterliegenden Schicht. Okay. Und umgekehrt auch, gell? Also ich kann also niedrige Schicht verändern, gell? Natürlich muss ich die Kommunikation aufrechterhalten, gell? Und trotzdem, ja, und der oberliegenden Schicht ist das dann egal. Mhm. Das da sind ein paar grundlegenden Eigenschaften, gell? Der Beziehung zwischen den Schichten.
gell? So, das ist damit ja 7 Schichten oder auch 4 Schichten, das ist nicht ganz einfach, gell? Und da müssen einfach Beziehungen eben klar sein. Schön.